Dieser Mann scheint nicht von dieser Welt. Der Körper wie ein Cyborg, seine Kraft schier unendlich. Denn dieser Mann ist 41 Jahre alt und, obwohl er auch schon fast genauso lange tanzt, wie er lebt, immer noch ganz vorne auf den Bühnen dabei. Mehr noch. Auch ihm ist es zu verdanken, dass die klassische Ballettwelt endlich mal eine Pirouette andersrum dreht. Während nämlich hier meist nur die Ballerinas, also die Frauen, im Rampenlicht stehen, erstrahlen jetzt immer öfter auch die männlichen Tänzer. Friedemann Vogel wurde heute mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt. Daniela Diel. Da sieht man die unglaubliche Disziplin, die dahinter steckt, wie jeder Muskel sich erarbeitet wurde. Also das ist wie ein Bildhauer, der sein eigenes, seine eigene Statue herstellt. Friedemann, er mit Roberto Böhler sind heute Tag die besten Tänzer in der ganzen Welt. Aber für mich, erster kommt Friedemann. Für mich ist die Nummer eins. Leben, um zu tanzen, 8 Stunden jeden Tag. Das ist das, was Friedemann Vogel will, seit er 3 Jahre alt ist. Ich will irgendwie Ballett immer nicht so als Beruf bezeichnen, weil so ein Beruf hört irgendwie so um 6 auf und dann geht man nach Hause, sondern man nimmt es natürlich schon mit. Es ist ständig in mir drin. Seine Leidenschaft wurde mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt. Unter anderem war er schon 2-mal Dancer of the Year. Von Stuttgart tanzte er zur Ausbildung nach Monte Carlo mit einem Stipendium der Königsfamilie und wieder zurück. Für mich war das immer schon der Traum, wieder zurück nach Stuttgart zu kommen. Dort ist er seit über 20 Jahren treues Mitglied des Stuttgarter Balletts. Mittlerweile als erster Solist und Kammertänzer. Doch er fühlt sich auf allen Bühnen der Welt zu Hause. So in einer Stadt nur zu leben und zu tanzen, das wäre für mich ganz schlimm. So tanzt er vom Bolschoi-Theater in Moskau zur Mailänder Scala und als Stammgast in Japan beim World Ballet Festival. Mit Höhen und Tiefen. Schon manchmal schwierig. Schon dann auch manchmal so ein bisschen einsam, besonders wenn es länger als 2 Wochen geht. Trotzdem, sein Leben ist Tanz. So soll es bleiben, auch wenn er schon über 40 ist. Es kann morgen vorbei sein, wenn man sich irgendwie verletzt. Deswegen ist es so schwer zu planen. Und ich will auch nicht planen, dass so Planen hat überhaupt nichts mit Kunst zu tun. Für seine Kunst wurde er heute erneut geehrt.